Nachholspieltag in der EasyCredit BBL. Es war der erste Spieltag. Die Telekom Basket Bonn verlieren mit 76-88 gegen die Tigers Tübingen. Ich begrüße zu meiner Linken Tigers Head Coach Danny Janssen und zu meiner Rechten Baskets Head Coach Ruhe Moors. Wir starten mit dem Gast. We always start with the guest. Please, your statement. Yeah. Well, first of all, you know, it's probably a tough game for both teams playing last weekend and then a few days later coming in here. And when you're even remotely, you know, a little bit tired, more mistakes tend to happen from both teams. And especially in the second quarter, you know, Bonn also helped us a little bit by missing some easy shots. And I think actually, like today, we, for the most part, executed well, and with our offense, we managed to control the tempo, which was super important. And then, not letting Bond back in the game, and then it became a dogfight the last quarter. And even though the rebounds for us were super ugly, but we managed to find a way to make plays, and sometimes together, sometimes by an individual. And today the result happened to be this. Thank you very much. Gibt es Fragen? Are there any questions? Keine Fragen, no questions. Dann machen wir weiter mit Basketball Coach Ruhe Moors. Dein Statement bitte. Ja, Glückwunsch an Tübingen. Ich glaube, ich soll heute nicht die Analyse machen von diesem Spiel. Das Einzige, was ich sagen will und kann jetzt, ist, dass das aktuelle Niveau sehr weit entfernt ist von dem Niveau, das ich beobachte. Das ist meine Verantwortlichkeit und ich akzeptiere die Verantwortlichkeit und das ist mein Job, um das Team mental wieder bereit zu bekommen für das nächste Spiel. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Bert? Hat er den Eindruck, dass die Mannschaft fast Angst hatte zu werfen, fast Angst hatte zu passen? Frei am Korb abgedreht, Gegenspieler zurück. Wie kommt sowas im ersten Heimspiel? Ja, deswegen sage ich auch, dass mein Hauptjob, glaube ich, ist, mental das Team bereit zu bekommen. Das war klar nicht der Fall. Du sprichst von Angst. Ich weiß nicht, es kann sein, dass manche Spieler so ein Publikum, das eigentlich unglaublich war, auch selbst mit dieser. Mit diesem Spiel waren sie noch hinter uns. Aber vielleicht könnten einige da nicht gut mit umgehen. Weitere Fragen? Keine weiteren Fragen, dann beenden wir die Pressekonferenz und wünschen noch einen schönen Abend.